Hallo, liebe Zuschauer. In unserer heutigen Folge zum neuen Museum und seiner Nachbarschaft beleuchten wir mal das Verhältnis vom Museum zu den Gästen, zu den Nachbarn auf Zeit eben. Die Touristen kommen schließlich nicht nur wegen der Burg und wegen dem Christkindlesmarkt in die Stadt, sondern auch wegen der Kunst. Wie sieht denn die Rückmeldung der Touristen im Museum aus? Ja, eigentlich ist die Rückmeldung vielfältig und auch sehr positiv. Wir haben ein Blöckchen an der Kasse liegen, wo viele dann Kommentar schreiben. Viele melden sich auch oder sagen mündlich das an Mitarbeiter. Von außerhalb sind viele Menschen erstaunt, was hier eigentlich für ein Schatzkästlein ist. Also direkt hinter der Stadtmauer. Viele bereiten sich gar nicht so richtig vor auf Kultur, sondern schauen erst dann, wenn sie in der Stadt sind, was ist hier los, und sind dann oft auch wirklich positiv überrascht, was sich hier dann noch verbirgt. Wo kommen denn die meisten Touristen her, die ins Museum gehen? Ja, auch das ist unterschiedlich. Wir haben ja eine Statistik, die besagt, dass wir 20% außerhalb der, also Besucher außerhalb der Metropolregion haben. Und davon kommen viele über die Messen und Kongresse her, aber es gibt auch sehr viele Stadttouristen. Und eigentlich sind die Stadttouristen, machen den größten Anteil aus. In Nürnberg gibt es natürlich noch etliche Museen mehr. Welche davon am interessantesten für Touristen sind, das weiß man in der Tourismuszentrale. Wie bedeutend sind denn eigentlich die Museen für den Tourismus in der Stadt? Die Museen sind sehr bedeutend. Es ist ein Reiseanlass natürlich. Wenn Sie über Kulturtourismus sprechen oder Städtetourismus, ist es wichtig, welche Museen eine Stadt im Angebot hat. Insofern sind sie wichtig, alle miteinander. Was sind denn dann genau die wichtigsten Museen in der Stadt, die den Touristen woanders in Nürnberg schmackhaft machen? Naja, da fängt man vielleicht mit dem, was Nürnberg auszeichnet, auf den ersten Blick die Burg an. Es ist natürlich das Dokumentationsgebäude, das Dokumentationszentrum. Es ist das Dürerhaus, es ist Fembo und es ist natürlich das neue Museum. Wie bedeutend ist denn dann gerade das neue Museum hinter uns? Also es wird sehr gut frequentiert, wenn man sich die Zahlen anschaut, die Nürnberg-Card, also die Besucher, die Nürnberg-Card haben, gehen in das neue Museum hinein. Das ist ein klassisches städtetouristisches Tool, die Nürnberg-Card. Es wird angenommen, und was auch noch wichtig ist, es ist natürlich für das Image Nürnbergs sehr, sehr bestimmend und prägend, dass sie nämlich, wie man in der Kulisse hier sehr schön sieht, oder dass sie zum einen eine moderne Kubatur haben, eingesetzt letztendlich in der historischen Altstadt. Das ist ein Aha-Moment, den erwartet der Gast so nicht. Und es ist natürlich, zeigt, dass wir eine sehr moderne Stadt auch sind. Sie haben jetzt die Tourismuskarte schon angesprochen. Wie viele Touristen kommen denn im Jahr überhaupt nach Nürnberg und wie viele davon ins Museum? Naja, gesamt gesehen haben wir rund 2 Millionen Übernachtungen in der Stadt, aber Nürnberg ist ja stark Messe und Kongress geprägt. Sie können davon ausgehen, dass nur 30% eigentlich von diesen 2 Millionen klassische Städtetouristen sind. Davon haben wir letztes Jahr rund 9000 von diesen Karten verkauft, und davon gehen 10% auch in das neue Museum. Also insofern ist das eigentlich eine sehr schöne Zahl. Wird es denn von der Stadt richtig beworben? Wenn man den Tourismus sich anschaut, ist das neue Museum für uns genauso wichtig wie die anderen Museen. Natürlich, wenn sich die Publikation oder auch ein bisschen im Netz surfen, sehen Sie, dass wir überall das Bild natürlich haben, über die Inhalte kommunizieren. Man darf auch nicht vergessen, dass es das Social Web gibt mittlerweile, wo das neue Museum natürlich sehr stark im Fokus ist und sehr stark kommuniziert wird. Insofern freuen wir uns darüber. Wie gut wird es denn eigentlich in den Reiseführern, in den gängigen beschrieben? In den Reiseführern wird es erwähnt, natürlich wie alle anderen Museen auch. Sie haben ja nicht immer genügend Platz, um alles zu beschreiben. Insofern trifft jeder Journalist seine eigene Auswahl. Aber ich denke, dass da das neue Museum sehr gut wegkommt. Und dass da natürlich wie überall nach oben hin noch Potenzial frei, nicht nur für das neue Museum, sondern natürlich für die komplette Kulturangebot der Stadt. Praktisch wäre es ja, würden die Hotels ihren Gästen das Museum so ein bisschen schmackhaft machen. Nachbarschaftshilfe eben. Wie oft kommt es denn vor, dass die Gäste bei Ihnen im Drei-Raben hier ins neue Museum schauen? Wir schicken sie quasi jeden Tag hier rüber. Jeden Tag, wenn Gäste bei uns nicht wegen Business, sondern wegen Tourismus in der Stadt sind, dann empfehlen wir, gehen Sie doch mal gleich da über die Straße, da ist das neue Museum, und schauen Sie sich das an. Das heißt, Sie machen ja richtig Werbung dafür. Na klar, wir haben auch Flyer ausliegen, aber was quasi gar nicht nötig ist, weil man von uns vom Eingang rüber deuten kann in diese kleine Glasgasse, die sich dann, wenn man diese Gasse betrifft, ja auftut zu diesem wunderbaren Klarissenplatz, den es wirklich allein schon von der Architektur her lohnt anzuschauen. Sie sind ja so begeistert. Sie waren bestimmt schon drin.
Nein, natürlich war ich schon drin, zuletzt bei der Jubiläumsfeier, und ich bin wirklich stolz, so in der Nachbarschaft hier sein zu dürfen als Hotel. Dieses Gebäude kann es ja als einziges in Nürnberg mit unserer Nürnberger Burg aufnehmen, meine ich, aufgrund der sensationellen Architektur. Und gäbe es denn überhaupt noch eine Möglichkeit, die Zusammenarbeit von Hotel und Museum noch ein bisschen zu verbessern? Na gut, wir schicken unsere Leute rüber. Veranstaltungen sind ja möglich, hier drin zu organisieren. Da ist sicher noch ganz viel möglich. Und wir haben auch ein ganz, ganz schönes nachbarschaftliches Verhältnis mit Frau Dr. Nonnert. So viel Theorie. Eigentlich sollten wir jetzt auch mal die Touristen befragen. Ich bin heute nicht das erste Mal hier. Ich bin, glaube ich, jetzt schon das dritte Mal hier. Und es ist für mich immer wieder ein Highlight von Nürnberg. Ich bin generell Museumsfan und finde hier besonders schön die Architektur. Also von der Ästhetik her ganz ausgezeichnet. Und dann gefällt mir, dass hier auch immer wieder die Ausstellungen umgestellt werden, also dass andere Exponate hierher kommen. Und insofern lohnt sich's immer wieder mal hierher zu kommen. Wie sind Sie denn, als Sie das erste Mal ins Museum gegangen sind, überhaupt darauf aufmerksam geworden? Über die Zeitung. Ich bin täglicher Zeitungsleser und da war das seinerzeit abgebildet, darüber wurde berichtet und das war für mich dann der Anlass, das erste Mal hierher zu kommen. Das war jetzt leider schon unsere letzte Folge zum neuen Museum und seiner Nachbarschaft. Aber die nächste Serie kommt bestimmt. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuschauen.